Hallihallo, Hallöchen, hier ist der Stampus. Ja, mir war heute einfach mal total langweilig. Und da dachte ich mir, ich setze mich mal an einen totalen verrückten Funpark bei Rollercoaster Tycoon 3. Nun ja, die anderen Mitglieder von Like Headshot wissen bereits, dass ich es irgendwie mag, den lieben Herrn Parkinspektor zu quälen. Deswegen habe ich einen Park mit 6 Achterbahnen nur für ihn entworfen. Es sieht jetzt so von der Dekoration her nicht herrlich aus, aber diese Bahnen hier sind nur für den lieben Herrn Parkinspektor. Denn ich habe mir einfach mal überlegt, wie man diesem Herrn Parkinspektor am nettesten auf 6 verschiedene Art und Weisen in den Tod schicken könnte. Platzieren wir ihn einmal vor meiner ersten Bahn. Ich nenne sie Impact Death. Dann werde ich sie einmal öffnen und wir warten, bis der liebe Herr Parkinspektor eingestiegen ist. Ich werde ihm nochmal einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben. Obwohl. So, pack dich dahin. Damit er auch ein wenig animiert ist, da reinzugehen. Das kann jetzt ein kleines Momentchen dauern. Ich schneide einfach mal und wir sehen uns wieder, wenn er eingestiegen ist. Tja, man sieht, ich bin super vorbereitet. Aus einem mir unerfindlichen Grund wollte der liebe Herr Parkinspektor dann wohl doch nicht in diese sehr nette Eisenbahn-Dingens-Anlage einsteigen. Warum nur? Vielleicht ahnt er ja, was ich mit ihm vorhabe. Naja, das soll mich nicht daran hindern, euch diese Fahrt zu zeigen. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Minuten gewartet. Er hat in der Zwischenzeit auch ungefähr 8-mal meine nicht vorhandenen Pools inspiziert. Ein Grund, warum ich diese Bahn für ihn gebaut habe. Steigen wir doch einfach mal ein. Und genießt einfach nur die Fahrt. Dieser Park ist wirklich ein wenig Like Headshot. Aber nur ein wenig. Oder was sagt ihr? Keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mit der komplett... Joi! Ich lese einmal vor. Enjoy your last view. You will impact there. Schon mal ein wenig demotivierend, oder? Yay! Ah, ich kann mir das immer wieder angucken. Wie herrlich diese Waggons sind und das einfach nur kaputt gehen. Ich habe einen kleinen Schaden, oder? So, gucken wir uns mal den nächsten an. Auch nur für dich, Herr Inspektor. Du willst zwar nicht einsteigen, aber ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mit dir mache. Ich werde dich einfach mal in den Weg stellen. Ich probiere es mal aus. So, bitteschön. Und steige somit ein in die Achterbahn Highway to Hell. Kurzer Anblick, ich sitze hier auf... Wow, verdammt. Das geht so nicht. Also nochmal hier. Kurzer Anblick. Man sitzt auf Motorrädern. Und gleich geht es los. Jui! Mal schön langsam, um die Dramatik zu steigern. Welcome to the Highway of Hell. Beschleunigung bitte. Yay! Und... Ah, Schahan, leider nicht in der Herrn Parkinspektor getroffen. Rums! Warte, ihr müsst jetzt eigentlich nochmal die brennenden Wracks hier sehen. Genau. Rum! Ein richtig schöner Streueffekt, diese Bahn. Vielleicht werde ich hier irgendwann nochmal so eine richtige Allee daraus machen, dass da so links und rechts Bäume sind, aber vorerst so als Highway to Hell? Finde ich einfach nur grandios. Dann die nächste Bahn. Die habe ich freundlicherweise... Der habe ich freundlicherweise den Namen gegeben, Hit the Spot. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrektes Englisch ist, aber wir können einfach mal gucken, wie es aussieht. Yay, wow, wow, wow. Erstmal geht es einfach nur ganz stur gerade nach oben. Es macht eine einfache Linkskurve. Und zwar jetzt. Und da unten seht ihr es schon. Eine Zielscheibe. Na, treffen wir oder treffen wir nicht? Ich weiß nicht, bei jeder Fahrt ist es ein bisschen anders. Manchmal habe ich getroffen, manchmal nicht. Und. Jui! Bumm, voll ins Rote. Haha, herrlich. Oh, so reibungslos hat das ja noch nie geklappt.
Kommt nochmal hier einmal die Explosionsbegutachten. Ah, fachmännisch in paar Teile zerlegt. Hm. Ich finde das interessant, wie bei jeder Fahrt das ein bisschen anders ist. Also ich habe schon ein paar Mal oben drüber getroffen, auch schon ein paar Mal unten drunter. Einmal habe ich sogar geschafft, dass der Parkinspektor drinnen saß. Also ganz interessante Bahn. Und dann geht es weiter mit der, wie soll ich sagen, Partnerbahn. Sie soll so ein bisschen darstellen, dass halt hier diese beiden Züge auseinandergehen. Und den Rest werdet ihr danach, ja, einfach nur begutachten können. Ich glaube, ich laber mir gerade einen totalen Scheiß zusammen, aber echt, das ist nur ein Langeweile-Pack und ich möchte ihn euch zeigen. You will meet your partner soon. Mal sehen, ob das auch wirklich stimmt. Ui, ui, da sind sie. Hallo. Warum sind sie denn schon wieder weg? Autsch. Ups, na, Steuerung begutachten. Ui, auch mit verzögerten Explosionen. Fachmännisch zerlegt. Toll, herrlich. Ich habe einen leichten Schuss, oder? Kommen wir zur nächsten Bahn. Das wäre jetzt Bahn Nummer 5. Hat den etwas kreativen Namen Backwards Death. Soll heißen, einfach nur eine Bahn, die es ein wenig unerwarteter macht. Guckt zu und, ich will nicht sagen lernt, aber seid verblüfft. Oh Gott, bin ich nicht ein kranker Mensch? Bitte sagt mir, dass ich ein sehr kranker Mensch bin. Yay! Death is waiting behind you. Have a nice flight. Dankeschön, werde ich mir zu Herzen nehmen. Und, warum geht's jetzt wieder rückwärts? Und... Yay! Nju, da verschwindet was ganz hinten und... Ui, mit Rückwärtssalto hatte ich auch noch nicht. Yay, interessant. Aua. So, kommen wir jetzt zur letzten Bahn, die besonders sehr Shadow Soul gefallen wird. Ich habe sie getauft The Way to Ape Hell. Der Weg zur Affenhölle. Es fängt sehr langsam und gemütlich an. Aber da hinten seht ihr schon ein durch Berge eingezäuntes Gebiet, das ich lieber und netterweise die Affenhölle getauft habe. Der eigentlich geplante und finale Tod des Parkinspektors. Be prepared for Ape Hell. Ich glaube, auf sowas kann man nicht vorbereitet sein. Uiuiuiui. Nochmal vorher schön drehen, damit einem auch schön schlecht wird. Und während man aufkommt, sieht man so langsam, wo man gelandet ist. Oh mein Gott. Da schwingt ein Affe. Und da läuft ein Affe. Und dann ist es auch schon zu spät. Ich zeig's euch noch einmal ein wenig genauer, wo es denn überhaupt hingeht. Hier eine liebevoll designte Affenzoo mit Orang-Utans und Gorillas und Schimpansen, einem kleinen Tempel und auch an den Bäumen schwingende Affen. Ist das nicht ein schöner... Na, eine schöne Endstation, sage ich einfach mal.